Die aktuelle Hitzewelle lässt auch im Kreis Esslingen die Waldbrandgefahr steigen. Die höchste Waldbrandstufe wurde heute erreicht. Wir haben uns mit Förster Simon Heitzmann an einer Grillstelle in Balbensweiler getroffen und er hat uns erzählt, auf was man momentan achten muss. Also wir haben jetzt seit einigen Wochen oder seit einer längeren Zeit keine richtig ergiebigen Regengüsse mehr im Wald gehabt, sodass der Waldboden auch durchtränkt wurde. Dazu kommt noch die anhaltende Hitze, die wir jetzt seit einigen Tagen oder schon fast Wochen haben. Die führt natürlich dazu, dass der Oberboden stark austrocknet. Man merkt es, wenn die Wege stauben, wenn man mit dem Auto drüber fährt. Und dieses Material im Wald ist natürlich dadurch dann sehr gut brennbar. Das führt zu einer erhöhten Waldbrandgefährdung, die auch durch die Station des Deutschen Wetterdienstes, also die Messstation, dann auch durch einen Index dann festgehalten wird oder aufgestellt wird, an dem sich die Forstverwaltung auch orientiert. Wir haben jetzt diese Woche sogar den höchsten Gefahrenindex einmal erreicht am Donnerstag, die Waldbrandgefährdung Stufe 5. Das heißt wirklich eine extreme Waldbrandgefährdung und daraus schließen sich dann halt einige Handlungsempfehlungen oder Verbote, die die Forstverwaltung dann auch aufstellt. Dazu gehört zum einen mal das absolute Rauchverbot im Wald. Das heißt, allein schon durch einen unachtsam weggeworfenen Zigarettenstummel und ein bisschen Wind kann es dazu führen, dass ein Feuer entsteht, ein Bodenfeuer, das sich innerhalb von Sekunden so weit ausbreiten kann, dass es mit normalen, dem Waldbesucher zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann und dann brauchen wir die Feuerwehr. Es gibt aber noch verschiedene andere Sachen, auf die man achten sollte, zum Beispiel Glasflaschen ist auch nicht so bekannt, dass es ein Feuerverursacher sein kann. Glasflaschen verursachen durch den Lupeneffekt auch öfters Bodenfeuer, die sich dann ausbreiten und meistens zu den ungünstigsten Zeitpunkten, wo dann kein Mensch im Wald ist und man es dann relativ spät merkt. Aber auch Autos, wenn man Autos am Waldrand abstellt mit den Katalysatoren unten, da reicht die Hitze oft, dass der Kontakt mit trockenem Gras ausreicht, um ein Feuer zu entfachen. Im Landkreis Esslingen gibt es jedes Jahr mindestens einen Waldbrand. Dabei ist die Ursache nicht immer Selbstentzündung, sondern auch Brandstiftung sowie 2015 in Altbach führten zu verheerenden Waldbränden. Damals brannten 7000 Quadratmeter Unterholz. Aus einer kleinen Zündelei wurde ein Einsatz von über 60 Einsatzkräften aus 4 Orten. Mehrere Stunden wurden die Flammen bekämpft und kilometerlange Schlauchleitungen gelegt. Jochen Thorns, Stadtbrandmeister aus Filderstadt, gab uns vor dem Waldbrand-Tanklöschfahrzeug der Feuerwehrabteilung Plattenhardt Verhaltenstipps der Feuerwehr. Ja, wir haben im Moment die zweithöchste, in den nächsten Tagen wahrscheinlich die höchste Waldbrandwarnstufe überhaupt. Dabei ist es ganz wichtig, dass man sich im Wald und Flur, das ist ja nicht nur im Wald, sondern auch auf Feldern und in der Feldmark, entsprechend verhält. Das heißt, insbesondere dort nicht rauchen und Kippen wegschmeißen oder offenes Feuer machen. Und insbesondere ein ganz wichtiger Punkt ist auch, nicht zu grillen, beziehungsweise wenn zu grillen, dann nur die jeweiligen festen, fest eingerichteten Grillstellen zu nutzen, nicht aber eigene Grills zum Beispiel. Was man natürlich auch tunlichst und da vermeiden sollte, ist natürlich offenes Feuer zu machen, sprich Reisig zu verbrennen, Grünschnitt zu verbrennen oder ähnliches. Und wenn, sagt zum Beispiel zumindest die Rechtslage, mindestens 100 Meter Abstand vom Wald zu halten. Aber bei dieser hohen Waldbrandwarnstufe sollte man das wirklich nicht machen. Wenn es natürlich zu einem Feuer gekommen ist, wenn Sie Feuer sehen, wenn Sie auch eine verdächtige Rauchwolke nur sehen, rufen Sie die Feuerwehr. Wir rücken lieber einmal zu viel aus als einmal zu wenig. Notruf 112 europaweit, also auch wenn Sie jetzt im Urlaub fahren, gilt in ganz Europa. Damit sind Sie immer an der richtigen Nummer. Super, vielen Dank. Wenn jeder im und am Wald die Tipps von Forst und der Feuerwehr einhält, sollten Brände verhindert werden können und so auch die Tiere im Wald nicht in Gefahr zu bringen oder Schäden anzurichten. Am heutigen Donnerstag konnte in der Backhausgasse 3 in Leinfelden-Echterdingen ein wichtiges Jubiläum gefeiert werden. Die Erziehungshilfestation Erle wurde heute vor 10 Jahren gegründet. Barbara Hagedorn, Sachgebietsleiterin vom Sozialen Dienst des Landkreises, erklärte uns, was die Erziehungshilfestation ist.
Wir arbeiten zusammen mit dem freien Träger, das ist ganz was Gutes, mit dem freien Träger zusammen, der soziale Dienst des Landkreises, der öffentliche Träger und der freie Träger, die Stiftung Jugendhilfe aktiv, zusammen hier in unserer schönen kleinen Backhausgasse in einer Bürogemeinschaft. Wir gucken und versuchen zusammen oder gestalten zusammen den Sozialraum im ambulanten Bereich für Kinder und Familien im Alter von 6 bis 14 Jahren. Hier können die Kinder und die Familien herkommen und werden betreut, begleitet, unterstützt. Und das passiert gemeinsam mit dem sozialen Dienst des Landkreises und dem freien Träger. Und das ist die Besonderheit, diese Bürogemeinschaft. Der freie Träger unten mit den Mitarbeitern arbeitet unten im Haus und im ersten Stock haben wir gemeinsame Möglichkeiten, die Büroräume zu nutzen und auch Besprechungsräume. Und oben arbeitet der soziale Dienst des Landkreises Esslingen. Und wir arbeiten nach dem Sozialgesetzbuch 8 Jugendhilfe. Und es kommt gut an? Ich denke, es kommt sehr gut an. Die Veränderung ist, dass wir im Sozialraum arbeiten, dass Klienten hier vorbeikommen. Sie sehen, wir sind mitten im Sozialraum. Sie haben eine ganz wunderbare Kooperation auch mit der Stadt. Das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges, unsere Kooperationspartner. Wir sind vernetzt, wir kennen einander und die Menschen, die zu uns kommen, können leicht zu uns kommen, indem sie klingeln und sagen, wir haben die und die Probleme oder können Sie uns da oder da unterstützen? Und das ist das Wunderbare, dass Sie eigentlich hier vorbeikommen können. Wir sind eingebunden im Sozialraum, auch viel mit Schulen und Kindergärten und Ärzten und Beratungsstellen. Und das macht uns auch Spaß. Diese Arbeit macht uns auch Spaß. Und es ist so, dass sowohl die Klienten, die Menschen, die zu uns kommen, beim freien Träger anläuten können, sag ich mal, aber auch bei uns im sozialen Dienst vom Landkreis. Auch Oberbürgermeister Roland Klenk kam zu den Feierlichkeiten. Ja, ich gehöre heute auch zu den Gratulanten zum 10-jährigen Bestehen der Erziehungshilfestation, die jetzt Erle heißt. In unserer Stadt eine wichtige Institution für die Familien, für Alleinerziehende in Problemlagen. Wir sind sehr froh, dass diese Einrichtung hier da ist und unsere Bürger einen nahen Zugang haben. Nach den Reden von Frau Katharina Kiewel, der Sozialdezernentin des Landkreises und weiteren Anwesenden, wurde bei belegten Broten und erfrischenden Getränken das Jubiläum gefeiert.